Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu meinem neuen Video und zwar zu meinen Neuzugängen aus dem Monat Oktober, die ich euch ja auch schon im letzten Video angekündigt habe. Der Oktober ist wie jedes Jahr sehr ertragreich gewesen. Bei mir sind tatsächlich 20 Bücher und Comics eingezogen. Tatsächlich gibt es bei den Comics aber einen sehr starken Überhang. Es sind nämlich davon 14 Bücher Comics gewesen und 6 Bücher waren Romane. Viele Comics sind bei mir einfach im Rahmen des Rudolf Dirk Awards eingezogen. Ich habe euch davon ja im letzten Video schon erzählt. Ich bin da ab diesem Jahr Jurymitglied. Falls ihr euch auch für meine Meinung zu diesen Büchern interessiert, ich habe nämlich einige natürlich schon gelesen. Ihr findet auf Twitter einen Feed, in dem ich euch jeden Comic auch mal kurz vorstelle, beziehungsweise eher sage, wie er mir so gefallen hat. Wenn ihr da also vorbeischauen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihr findet den Link unten in der Bio. Außerdem möchte ich euch ganz, ganz herzlich einladen. Am 4.12. findet nämlich endlich die Verkündung der Sieger des Rudolf Dirks Awards statt. Und zwar auf dem Kralinen-Salon, der in diesem Jahr digital stattfindet. Da gibt es von 15 bis 15:30 Uhr ein kleines Panel, bei dem ich auch dabei sein werde. Und dort werden die Sieger des Awards bekannt gegeben. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch dort digital sehe. Genau, das würde mir sehr viel bedeuten. Ihr findet auch unten nochmal in der Infobox den Link zum digitalen Programm des Kralinen-Salons. Dort könnt ihr euch dann auch anmelden, beziehungsweise findet den Link zum Livestream. Die Veranstaltung ist nämlich komplett kostenlos. Genau, jetzt lassen wir aber mal nichts anbrennen. Ich stelle euch jetzt erstmal die Comics vor und dann die Bücher und aufgrund der Menge am besten einmal im Schnelldurchlauf. Zwei der Bücher besitze ich schon gar nicht mehr. Ich habe ja wirklich mittlerweile ein riesiges Platzproblem und ich muss immer so krass aussortieren. Und dann kann es schon mal passieren, dass wenn ich dann endlich die Neuzugänge drehe, dass da schon Bücher dabei waren, die ich bereits gelesen habe und deswegen schon aussortiert habe, weil sie nicht bei mir bleiben werden. Was per se, wie ich auch immer sage, nicht sein oder heißen muss, dass ich die Bücher schlecht fand. Ich kann halt wirklich einfach nur noch Bücher behalten, die mir mehr bedeuten. Weil für den Rest ist der Platz einfach viel zu knapp. Genau, das erste Buch ist Grönland Odyssee aus dem Avant Verlag. Ich hoffe, ich spreche den Namen des Autoren richtig aus. Jørn Riel oder Jørn Riel, keine Ahnung. Es ist eine Literaturadaption und Riel selbst war oder hat viele Monate in Grönland verbracht. Das ist ja generell nicht so dicht besiedelt und viele, die dort wohnen, wohnen da quasi nur zeitweise, weil sie da zum Beispiel forschen dann für mehrere Monate oder Jahre. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es dort sehr einsam und sehr öde zu wohnen. Und Jørn Riel erzählt in seinem Comic quasi einzelne Geschichten dieser Bewohner, die sie dort eben erlebt haben. Und wenn ihr euch überlegt, wie einsam es ist, dort zu wohnen, könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, dass einige der Geschichten sehr, sehr skurril sind. Der Comic ist auch ganz schön dick, 368 Seiten hat er. Aber sehr amüsant durch die Skurrilität dieser Geschichten. Dann ist bei mir eingezogen Mechanica Calestium von Mervan Shabane aus dem Verlag Schreiber und Leser. Das ist ein Comic, der in der Zukunft spielt. Ein bisschen weiter in der Zukunft. Und ich weiß auch nicht so recht, was da alles vorgefallen ist. Denn unsere Welt, wie wir sie kannten, gibt es nicht mehr. Es gibt aber ja so quasi kleinere Staaten oder Gebiete und eines dieser Gebiete ist Pan. Das ist quasi so eine Bauernsiedlung und die Bewohner dieser Bauernsiedlung sind, wie der Name sagt, alle Bauern und die müssen ein Viertel ihrer Erträge an die Nachbarsiedlung Fortuna abgeben. Aktuell sieht es erntemäßig überhaupt nicht gut aus. Die Bevölkerung braucht dieses Essen eigentlich selbst, um zu überleben. Fortuna droht dann an, dass sie entweder diesen Viertel weiterhin abgeben oder es Krieg gibt. Dem Anführer dieser Bauernsiedlung fällt dann aber etwas ein, nämlich Mechanica Calestium, was sie vielleicht aus dieser Situation rausbringen könnte, ohne einen Krieg anzuzetteln. Und genau das führt er dann an. Es ist so ein bisschen wie dieses Palais-Recht bei Piraten. Und Mechanica Calestium ist quasi ein Wettkampf, der so ein bisschen an Völkerball erinnert. Genau, und ob es Pan schafft, diesen Wettkampf zu gewinnen und was da sonst noch so passiert, das müsst ihr selbst rausfinden. Weiter geht es mit Büchern, die ich jetzt aber wirklich noch
da habe. Das eine ist Dialoge mit mir selbst von Kabi Nagata aus dem Carlsen Verlag. Das ist ein Manga, auch wenn er eher eine untypisch oder eher ein untypisches Manga-Format hat. Kabi Nagata schreibt in diesem Buch Briefe an sich selbst. Und das ist so ein, eigentlich eher so ein Coming-of-Age-Manga. Und es geht da drin eigentlich so um die Fragen, die Menschen tragen, die, ich sag mal, irgendwas mit 20 sind, also so alt wie ich. Es geht darin um zum Beispiel Wohnungssuche, die Abnabelung von den Eltern, endlich selbstständig werden, aber auch um die Liebe. Also alles Fragen, die wir, glaube ich, alle kennen. Und sie beantwortet sie in Dialogen an sich selbst. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Buch aufgebaut ist. Auch aus dem Carlsen Verlag ist Vatermilch von Uli Oesterle. Das ist quasi ein zum Teil biografischer Comic, in dem eine Vater-Sohn-Beziehung aufgearbeitet wird. Das Buch spielt zum Teil in der Gegenwart aus der Sicht von unserem Protagonisten, als auch in den 70er Jahren, in dem der Vater des Protagonisten etwa so alt ist wie der Protagonist heute und es wird so ein bisschen von deren Lebenssituation erzählt. Man erkennt da sehr, sehr viele Parallelen und man erkennt auch, dass es wahrscheinlich eben diese Vater-Sohn-Beziehung ist, die diesen jungen Mann aus der Gegenwart, unseren Protagonisten, so ein bisschen so hat werden lassen, wie er eben heute ist. Sehr, sehr spannend. Ich habe den Comic schon gelesen. Es gibt auch einen zweiten Band, also das ist das erste Buch. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen kann, dass es weitergeht. Aber an sich ein sehr, sehr interessantes Buch, eben über eine tragische Vater-Sohn-Geschichte. Dann habe ich ein Buch für euch, Benzimena von Nina Bunjevac aus dem Avant Verlag, für das ich gerne vorab eine Triggerwarnung geben möchte. Es kommt sexuelle Gewalt in diesem Buch vor. Genau, deswegen lest es nicht, wenn ihr von sowas getriggert werdet, weil selbst mich, und ich habe so etwas nie erlebt, hat es unglaublich getroffen und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es jemandem geht, der sich dadurch getriggert oder der dadurch getriggert wird. Genau. Es ist ein bisschen eine Verbindung aus der Sagen, aus einer Sagenerzählung und eben einer Geschichte rund um sexuelle Gewalt. Es geht nämlich um Benny, der schon als Kind sehr sonderbar war und dann als junger Mann in einem Zoo arbeitet und dort eines Tages sein, man kann es gar nicht so anders sagen, sein Objekt der sexuellen Begierde aus Kindheitstagen, wirklich aus Kindheitstagen, wieder trifft, beziehungsweise dann anfängt ihr zu folgen. Ja, finde ich ziemlich krass. Aufgrund meiner Triggerwarnung könnt ihr euch auch schon vorstellen, in welche Richtung es sich anschließend entwickelt. Ich finde diese Graphic Novel zwar sehr erschreckend, aber das Thema wurde unheimlich gut und auch auf eine besondere künstlerische Art aufgearbeitet. Weiter geht es mit Der Speichermann von Kai Meier und Jana Heidersdorf aus dem Splitter Verlag. Das Ganze blendet noch sehr, weil ich habe die Folie noch dran, bis ich es lesen werde. Das ist eine Geschichte, die Kai Meier wirklich, soweit ich weiß, als Comic-Only verfasst hat, die dann von Jana Heidersdorf umgesetzt wurde. Es geht um eine Horrorgeschichte, in der ein kleiner Junge in seinem Haus, also in dem Haus, in dem die Familie wohnt, auf den Speicher geht und dort auf den Speichermann trifft. Und dann wird der Familie klar, dass sie eigentlich dort nie alleine gewohnt hat. Ja, mysteriös und nichtssagend wie Comic-Klappentexte bzw. Horror-Comic-Klappentexte sehr, sehr oft sind. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil ich bin ein großer Fan von Kai Meier und seinen Werken und ich bin gespannt, ob mir die Graphic Novel ebenso gut gefällt. Dann habe ich eine weitere Horror-Comic-Geschichte für euch, nämlich Something is Killing the Children. Das kommt auch aus dem Splitter Verlag und ist unter anderem von James Tynion IV. Es geht um Archer's Park. Das ist ein eigentlich sehr ruhiger und beschaulicher Ort in Amerika. Dort passiert allerdings etwas, denn nach und nach verschwinden alle Kinder. Und man munkelt, es werden Monster gesehen. Das kommt vor allen Dingen auch aus dem Mund anderer Kinder, die eben noch nicht verschwunden sind. Aber keiner der Erwachsenen glaubt ihnen. Keiner, bis eine junge Frau sich aufmacht, um eben diese Mordreihe, diese Verschwindensreihe der Kinder aufzuklären. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr aufs Lesen. Horror kann ich tatsächlich nur in Form von Graphic Novels lesen, aber ich freue mich sehr, 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 sehr darauf.
Weiter geht es mit Valkyrie, Kampf um Asgard von Jason Aaron aus dem Panini Verlag. Darüber möchte ich gar nicht mehr fallen lassen eigentlich. Das ist nämlich der zweite Band der Valkyrie-Reihe. Den ersten habe ich euch auch schon auf meinem Blog vorgestellt, falls ihr einfach mal weiterklicken wollt. Es spielt auf jeden Fall direkt nach den Ereignissen von War of the Realms, in dem Jane Foster, die ja eigentlich immer Thor war, jetzt den Posten der Valkyrie eingenommen hat. Dann ist noch ein sehr cuter Comic bei mir eingezogen, nämlich Mouseguard Herbst 1152 von David Paterson. Aus dem Crosscut Verlag. Es ist ein etwas älterer Comic, der bei mir eingezogen ist, weil auch das Puzzle zum Comic aus dem Pegasus Verlag bei mir eingezogen ist. Und es spielt quasi in einer, oder es handelt sich um die Geschichte einer Mäusezivilisation im Mittelalter. Und ich finde die Idee total toll und mich hat der Zeichenstil einfach anhand der wenigen Bilder, die ich jetzt schon aus diesem Comic kenne, einfach absolut überzeugt und ich freue mich schon sehr aufs Lesen. Weiter geht es mit einem neuen Panini Ink Comic, nämlich Gotham High von Melissa de la Cruz. In der Coming-of-Age-Geschichte geht es um Bruce Wayne, der von dem Internat fliegt, auf das er gerade geht und sich dann natürlich wieder in der Gotham High wiederfindet und da eben in diese ganz typischen Highschool-Intrigen und Vorkommnisse reingezogen wird. Ich bin ja ein großer Fan der Panini Ink Bücher. Ich glaube, das hier wird weniger superheldenlastig. Ich freue mich aber schon sehr aufs Lesen, einfach weil es Panini Ink ist. Dann habe ich einen total süßen Comic aus dem Kinderprogramm von Reprodukt, nämlich die geheimnisvollen Akten von Margot Malou von Drew Wayne. Darin geht es um Charles, der mit seinen Eltern in ein altes Hotel zieht. Dieses Hotel ist total baufällig und sein Vater möchte es renovieren. Charles stellt aber dann ganz schnell fest, dass in diesem Hotel Monster hausen, wirklich gruselige Monster, nicht süße Monster. Zum Glück bekommt er aber Hilfe von Margot, die ist eine sehr geheimnisvolle Monsterjägerin. Und die beiden erleben zusammen Abenteuer. Weiter geht's mit einem neuen Kindercomic, einem weiteren Kindercomic aus dem Reproduktverlag, nämlich Stick und Tilde, die Rudelführerin. Ich kann zu dem Comic ehrlich gesagt noch gar nicht viel sagen, ich habe ihn noch nicht gelesen. Tatsächlich verrät der Klappentext auch nicht so viel. Es geht um die zwei Geschwister, Stick und Tilde, die auf einer Insel stranden. Ich weiß nicht, warum sie stranden. Auf jeden Fall sind auf dieser Insel sehr, sehr viele Wölfe, die sie angreifen. Auf der Flucht entdecken sie aber, dass es jemanden geben muss, einen Menschen, der in Einklang mit diesen Wölfen lebt. Und von dieser Person erhoffen sie sich Hilfe und machen sich deswegen auf die Suche nach ihr. Genau, auch wieder ein Kindercomic, ein recht kurzer Kindercomic. Ich liebe tatsächlich aber die Reprodukt-Comics für Kinder und ja, das Buch ist bei mir eingezogen, weil die Geschichte eigentlich von dem wenigen, was wir erfahren, sehr, sehr cool klingt und ich mich darauf freue, was mich da so erwartet. Bald sind wir mit den Comics durch, ich verspreche es euch. Genau, ich habe hier noch einen kurzen Comic aus dem Avant Verlag, Wie die Dinge sind, von einer Künstlerin, die unter Gigi, also GG, bekannt ist. Das ist auch so eine Coming-of-Age-Geschichte, in dem sie quasi die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die so ein bisschen versucht, trotz der auf ihr lastenden Erwartungen ihren Platz und ihre Rolle im Leben zu finden. Das ist ein Comic, der bei mir eingezogen ist, weil ja Kanada dieses Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse war, ist. Es ist ja, ja, dieses Jahr alles nicht so abgelaufen wie sonst und ja, Gigi ist eine kanadische Künstlerin und ich bin sehr gespannt, weil ich finde das Cover einfach mega. Und zu guter Letzt ist auch noch die Funderwollen eingezogen von Camille Jourdi. Ein total, ich glaube, crazy Comic aus dem Reprodukt Verlag. Ich finde auf jeden Fall das Cover total crazy. Hinten sieht es auch sehr, sehr crazy aus. Und es geht um Joe, der oder die gelangt bei einem Spaziergang eben in diese andere Welt, in der vieles absolut wundersam ist. Also es gibt sprechende Füchse, es gibt Zyklopen und so weiter. Dieses Volk wird von einem Tyrannen regiert und Joe macht sich mit diesen wundersamen Wesen auf, diesen Tyrannen zu stürzen. Ja, ich weiß nicht, was mich erwartet. Mich hat der Comic auf jeden Fall erstmal nur angezogen, weil ich ihn wirklich so crazy und skurril finde und ich freue mich schon aufs Lesen.
So, die Comics haben wir geschafft. Ich danke euch fürs Zuhören. Falls ihr tatsächlich eher der Typ Nicht-Comic-Leserin seid, ich kann es euch zwar nur empfehlen, dass ihr das auch werdet, aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt noch zu den 6 Büchern, die bei mir eingezogen sind. Das ist einmal The Loop von Ben Oliver aus dem Carlsen Verlag, ein Buch, was so schon total schick aussieht und es hört sich richtig genial an. Es geht nämlich um Luke, der seit 2 Jahren im Loop sitzt. Loop ist ein sehr technologisiertes Hochsicherheitsgefängnis für Jugendliche und Luke wartet da eigentlich nur auf seine Exekution. Dann passieren aber ganz komische Dinge. Es verschwinden Wachen, Insassen begehen Selbstmord und Luke bekommt so langsam das Gefühl, dass eine Flucht vielleicht ganz wahrscheinlich wäre. Dann erfährt er aber, dass in der Außenwelt fernab des Loops ein Virus die Runde macht und ist sich aktuell plötzlich nicht mehr so sicher, ob vielleicht das Gefängnis nicht doch der sicherere Ort ist. Ich freue mich schon sehr aufs Lesen. Ich habe bisher unglaublich viele begeisterte Meinungen gehört und bin sehr, sehr gespannt, was so alles hinter Loop steckt und ob es so fesselnd ist, wie viele aktuell sagen. Dann ist das neue Theaterstück von Ferdinand von Schirach bei mir eingezogen. Erschienen ist es im Luchterhand Verlag und heißt einfach nur Gott. Ich bin ein großer Fan von Terror. Das war das, ich glaube, das letzte davor erschienene Theaterstück von Schirach. In dem ging es ja darum, dass ein Bundeswehrangestellter ein Flugzeug, in dem sich ein Terrorist fand, abgeschossen hat, weil es in ein Stadion voll mit Menschen stürzen wollte. Und man sich da natürlich die Frage gestellt hat, hat der Bundeswehrangestellte die Menschen, die sich auch in diesem Flugzeug fanden, ermordet? Oder hat er, oder kann man das quasi aufwiegen? Also ihr merkt schon, selbst wenn ihr Ferdinand von Schirach noch nicht kennt, es sind sehr krasse Fragen, mit denen er sich da beschäftigt. Er ist ja auch selbst Jurist. Und in Gott geht es um die Frage, ob man ein Menschenleben beenden darf, wenn dieser Mensch es so möchte. Also Stichwort Sterbehilfe. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe bewusst noch nicht andere Meinungen oder so gelesen. Ich möchte mich da komplett unvoreingenommen drauf einlassen und freue mich schon sehr. Dann ist bei mir ein total schönes Buch eingezogen, nämlich Wonderlands. Das ist herausgegeben worden von Laura Miller und im WBG Theis Verlag erschienen. Es ist wunderschön und es geht darin um eine Vorstellung verschiedener Fantasy-Welten, wirklich von den absoluten Anfängen. Also beispielsweise ist das erste Werk, was hier vorgestellt wird, der Gilgamesch-Epos. Und bis hin zu Werken, die erst wenige Jahre alt sind. Und ja, es wird so ein bisschen auf die Welt eingegangen, das Buch vorgestellt. Ist auch wunderschön mit tollen Zitaten, mit tollen Grafiken, auch Hintergrundgrafiken und Informationen. Also wirklich wunderschön, wirklich zum Entdecken. Ich zeige euch an dieser Stelle das Buch noch nicht von innen. Ihr findet aber auf meiner Instagram-Seite ein Posting zu dem Buch, in dem ich auch ein paar Innenabbildungen abfotografiert habe. Dann ist The Truth About Magic bei mir eingezogen. Das ist der neue Gedichtsband des Instagram-Poetry-Künstlers Atticus, der wieder eigentlich genauso herausgegeben wurde wie der Vorgängerband. Also wieder mit diesen kurzen Gedichten, die sehr, sehr grafisch schön platziert wurden und auch vielen dazu passenden Bildern in eben diesem ganz besonderen Atticus-Stil. Das Besondere bei diesem Buch ist jetzt aber, und ihr seht es in diesem kleinen Bubble dort, dass tatsächlich auch einige Gedichte trotz Übersetzung, die ich immer sehr gut fand, auch im Original nochmal übernommen wurden, was ich sehr, sehr schön fand. Ich habe es noch nicht gelesen, ich starte damit jetzt als nächstes und freue mich wirklich sehr darauf. Als das vorletzte Buch aus diesem Haul und das Buch, was ich euch jetzt vorstelle, bei mir eingezogen ist, habe ich fast ein paar Freudentränchen geweint. Eingezogen ist nämlich endlich der 4. Reckless-Band von Cornelia Funke, auf silberner Fährte heißt er, und wir begleiten Jakob, Will und Fuchs endlich weiter auf ihren Abenteuern. Dieses Abenteuer führt sie jetzt in den fernen Osten. Es wird, glaube ich, also sehr um japanische Märchen gehen und ich mal gucken, wohin uns die Reise sonst noch führt. Ich möchte zu Reckless und auch dazu, was in diesem Band sonst so passiert, gar nicht mehr viel loswerden. Es ist ja schon der 4. Band und ich habe so ein bisschen den Eindruck, obwohl die Reihe sehr beliebt ist, haben sie noch nicht alle gelesen, was absolut okay ist. Ihr solltet es aber nachholen. Für die, die es nämlich noch nicht wissen, die Abenteuer von Jakob, Bill und Fuchs spielen in der Spiegelwelt. Das ist eine Welt, die unserer irgendwie sehr ähnlich ist, aber irgendwie doch nicht. Viele Märchen sind
quasi, die wir aus unserer Welt kennen, sind dort real und die Länder existieren auch nur so grob, wie sie bei uns existieren. Und Kulturen sind sehr ähnlich, aber doch nicht gleich. Und es gibt natürlich eine ganze Menge Magie. Ich liebe diese Reihe. Ich freue mich so sehr darauf, diesen Band zu lesen. Und ja, ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Kommen wir jetzt zum letzten Band, einem weiteren Buch aus dem DTV Bold Verlag, nämlich von Holly Byrne. War's das jetzt? Von Holly Byrne habe ich schon die Spinster Girls gelesen. Das ist eine Reihe, die sich eher an jüngere oder an jüngere Mädchen, das ist Quatsch, an Teenager-Mädchen richtet. Und einfach so ein bisschen Female Empowerment hervorruft. Ich finde aber auch, dass gerade die Spinster Girls auch voll gut für Frauen sind, die einfach keine Mädchen mehr sind. Genau. Was ist jetzt, richtet sich hier aber jetzt definitiv auch an ein älteres Publikum. Es geht nämlich um Tori, die, wie ich finde, mit Sicherheit behaupten wird, dass sie das perfekte Leben führt. Sie ist Bestseller-Autorin, sie hat tolle Freundinnen und sie ist schon mehrere Jahre ganz glücklich in einer Beziehung. Dann passieren aber immer mehr Sachen, die Tori so ein bisschen daran zweifeln lassen. Ihr Freund weigert sich irgendwie über die weitere Zukunftsplanung zu sprechen. Sie hat dadurch irgendwie so ein bisschen auch das Gefühl, dass ihre Freundinnen mittlerweile viel, viel glücklicher sind, als Tori es sich eingestehen will. Und ja, mehr und mehr bekommt sie so den Verdacht, dass sie eben nicht so glücklich ist, wie sie bisher glaubte zu sein. Also ein Buch, in dem das echte Leben quasi so ein bisschen damit kollidiert, welche Erwartungen andere an uns haben und welcher Druck damit auch einhergeht. Auf der anderen Seite eben auch damit so ein bisschen kollidiert, wie wir uns auf Instagram zum Beispiel präsentieren. Und ich freue mich schon wirklich sehr, sehr doll aufs Lesen. Genau, das war es mit meinen genau 20 Büchern aus dem Monat Oktober. Im November sind bisher auch schon wieder super viele Comics eingezogen. Ich hoffe also, meine Hauls werden nur diesen und nächsten Monat so comic-lastig, wie sie aktuell sind. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen. Ich hoffe, ihr könnt für Comics eine ganze Menge abgewinnen und habt vielleicht ansonsten einen Comic bei mir entdeckt, den ihr gerne mal trotzdem versuchen würdet. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich freue mich natürlich wie immer sehr über eure Kommentare. Erzählt mir doch mal, ob von diesen Büchern auch welche bei euch eingezogen sind und ob ihr sie schon gelesen habt. Ich freue mich nach wie vor natürlich auch immer über eure Likes und falls ihr mir noch nicht folgt und das gerne ändern wollt, natürlich auch sehr gerne freue ich mich darüber, wenn ihr auf Folgen drückt. Ansonsten hören wir uns hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Lesezeit und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Weiter geht es mit einem neuen Panini Ink. Und die beiden erleben zusammen Abenteuer. Und jetzt werde ich das erstmal alles ausprobieren.